Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier bei einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir ja hier die Bücherei auseinandergenommen, beziehungsweise durchgelootet. Haben hier auch nochmal Dried Zombies gefunden. Und ja, da drüben wurden wir an der Tankstelle ein bisschen überrascht von ein paar WLFs, die dann dachten, jo, hier kommen wir vorbei und schauen mal kurz ein bisschen in der Tankstelle nach. Und ja, am Ende sind wir in die Bücherei gegangen, haben da noch mal ein bisschen gelootet. Vielleicht kommen wir da weiter. Ja. Wo denn? Hallo? Ich muss mich immer noch leider Gottes entschuldigen für die teilweise ruckligen Aufnahmen von meiner PlayStation. Ich konnte es bis jetzt leider noch nicht fixen. Ich weiß nicht, ob das durch ein Update passiert ist oder durch andere Probleme. Aber auf jeden Fall habe ich teilweise ein paar Frame-Einbrüche. Warum auch immer. Okay, hier würde es auf jeden Fall weitergehen, aber hier werden wir noch nicht hingehen. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge gesagt, wir wollen eigentlich nicht mehr so looten, weil die Bücherei eigentlich als Endpunkt des Loots genommen haben. Aber wir waren leider noch nicht hier. Hier unten. Und hier geht es ja anscheinend auch generell dann weiter, wie es aussieht. Aber hier ist auch ein Point of No Return, wie ich gerade sehe. Das heißt, wir müssen einmal nochmal ganz kurz leider hier lang. Ich möchte einfach nur nicht Sachen verpassen, ne? Wisst ihr ja. Kennt ihr ja aus den letzten Folgen. Und Last of Us ist leider Gottes ein Titel. Dann geht es sehr viel ums Looten. Das heißt, es ist natürlich jetzt nicht so interessant wie manch anderer Titel. Aber die Leute, die Bock auf das Spiel haben, gucken sich natürlich auch die Folgen an, wo es ein bisschen mehr ums Looten geht. So. Hier waren wir schon und ich weiß noch nicht, was ich machen kann, damit... Hier war gerade was. Damit ich diese Frame-Einbrüche irgendwie mit der PlayStation besser in den Griff bekomme. Ich habe da echt keinen Schimmer. Halt's Maul. Aufpassen! Okay, komm. Dina, wir sollten vielleicht dann doch nochmal rausgehen. Just for the rules. Er dürfte mich da eigentlich gar nicht mehr hören. Okay, war vielleicht ein bisschen sehr stürmisch, einfach reinzurennen. Hatte aber was. Verdammt. Ja, damit haben wir jetzt aber natürlich auch bemerkbar gemacht, was mir persönlich dann nicht so gefällt. Weil durch Schüsse wir uns natürlich ja dann angreifbarer machen, beziehungsweise die Jungs und Mädels dann Bescheid wissen, wo wir eventuell gerade stecken. Was natürlich nicht unser Ziel ist. Weil wir wollen ja eigentlich Sneaky Ninja Style hier durchballern. Ja, was war das? So, heißt erstmal wieder looten, 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 looten. Wie so oft. Jeder Loot tut gut. Und hier gibt es natürlich auch wieder ein paar Sachen zu finden. Medikit, ganz geil. Nichts, auch ganz toll. Hier haben wir wieder ein paar Werkzeugsachen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja auch wieder hier so ein riesen Aerial. Der natürlich... Oh Gott, hier geht's auch nochmal weiter. Die Tür machen wir jetzt erstmal noch nicht auf, weil wir wollen ja keine weiteren Überraschungen erstmal haben.
Sondern gehen jetzt hier erstmal nochmal die Sachen ab. Hallo? Danke. Ein bisschen Muni. Ich sehe da unten, dass da Munition blinkt. Geht doch. So, ein bisschen was zu snaggeln. Snaggerino. Okay. Wir haben auch vorhin irgendwas freigeschaltet. Oh, hier ist noch ein Snack. Nice. So, damit bin ich wieder voller Leben. So, was haben wir denn eigentlich vorhin noch freigeschaltet? Wir haben vorhin noch irgendwas freigeschaltet. Da hinten. Schalldämpfer anfertigen. Lol. Schalldämpfer anfertigen ist schon mal... Ich glaube, ich mache erstmal das Medikit mit der Heilung. Das macht am meisten Sinn. Irgendwie, weil ich glaube, das wird mir nachher irgendwann mal den Arsch retten. Zumindest, wenn ich so weiterspiele, wie ich spiele. Hier ist eine Sammelkarte gewesen. Habe ich die hier vorhin nicht gesehen? Sergeant Frost, Alter. Nice. Echter Name, Edward Frost. Intelligenz 40, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Sergeant Edward Frost war einst ein gewöhnlicher Soldat, bevor er ungewollt zur Versuchsperson bei einem Spark-Experiment wurde. Ihm wurde eine Mischung aus flüssigem Stickstoff und radioaktivem Material initiiert und die Wissenschaftler stellen danach seinen Tod fest. Aber die Kälte hatte ihn nur in einen Scheintod versetzt und er konnte entkommen. Jetzt ist er als Sergeant Frost bekannt und nutzt seine kryogenen Kräfte zur Unterstützung der Society of Champions und zur Rache an Spark. Ist ein Held. Nice. Nicer Dude. Okay. So, das heißt, hier waren wir dann schon. Hier hätte ich eben halt ein bisschen Schiss gehabt, dass uns irgendwas überrascht. Aber, keine Überraschung, finde ich gut. Finde ich gut. Können wir denn noch was herstellen? Es ist unglaublich, überall, was nichts mehr sein soll. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Ups. Da war ja wer. Dina? Könnte ich jetzt eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Schade. Ich will die eigentlich... Eigentlich will ich sie ja gar nicht töten. Eigentlich. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Sneaky Ninja Style. Okay, also wir wissen, dass da hinten dann jemand ist. Gut, wir gehen jetzt mal einen ganzen... hallo? Wir gehen jetzt mal eine ganze Ecke wieder zurück. Einfach, weil wir was können. Und gehen jetzt hier nach hinten. Genau, weil da haben wir die gehört. LOL! Da ist auch noch jemand, okay. Haben wir hier jetzt auch noch irgendwie was? Können wir hier zumindest rein? Nee, da kommen wir nicht rein. Okay.
Versuchen wir es mal auf den Sneaky Way of Life. Wir haben 2 Schuss. Ich würde es gerne mal probieren. Demjenigen quasi eine Kugel. Ich habe gehört, oder die haben meinen Schuss gehört, aber wo kommen die jetzt lang? Ups. So, das war's jetzt aber auch leider mit der Waffe. Keine Munition mehr, ey. Okay. Versuchen wir mal hier hinten lang zu gehen. Mal so weit wie möglich von denen weg. Um einfach mal zu gucken, was die jetzt so treiben. Eigentlich hätten wir noch ein paar Fallen stellen können. Ist auch geil, wie die Tüte einfach so im Wind da rumfliegt. So, da hinten sehe ich die. Oh, ich hoffe, dass die PlayStation jetzt hier nicht gleich einen Abkacker macht. Mitten in der Kampfszene, ey. Wir haben aber auch einen. Na gut, okay, weiten Blick war es jetzt nicht unbedingt. Ein Glück. Ah, sind noch 2 Minimum? 2? Fixer, Alter. Ich hoffe, ich finde noch genug Munition. Da hinten ist nur einer. Frag mich, wo der andere ist. Dich sehe ich, mein Freund. Da hinten! Oh lol, okay, warte mal. Da hinten hat das. Essen wir erstmal noch eine Runde was. Hab ich noch Tabletten vergessen? Das kann ja so nicht angehen. Die jetzt hier rein eigentlich oder trauen die sich jetzt nicht?
Okay, hier sind sie nicht. Lass uns mal gucken, wie viel Munition habe ich hier noch drin. 4 Schuss. Hier habe ich 0, hier habe ich 1. Wow. Das wird aber tricky. Kann ich hier noch was herstellen? Ich könnte noch einen Molly herstellen. Okay. Ich hab dich da gesehen, mein Freund. Wo bist du? Beziehungsweise, wo seid ihr? Da ist einer. Da hinten ist der zweite. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Also wir haben jetzt da noch die zwei Jungs. Ich habe keine Munition mehr, richtig? Also ich habe noch 4 Schuss, beziehungsweise noch 3 Schuss in der anderen Knifte. Habe noch eine Pump-Action-Shot und habe noch ein Rohr. Wir könnten jetzt überlegen... jetzt irgendwo hinzulocken. Okay, oder wir überlegen uns, ob wir ihn Sneaky Ninja Style technisch auseinandernehmen. Der da hinten dürfte uns eigentlich nicht sehen. Der da hinten rechts. Der dürfte uns gleich sehen. Oder er kommt zu uns. Eins von beiden. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass er gleich wieder zurückkommt, damit wir ihn greifen können. Damit wir ihn lautlos killen können. Den können wir uns nicht über den anderen hermachen. Wenn er dann hier wieder zurückkommen sollte. Hallo? Mister? Kommen Sie zurück. Nö, geh nochmal weiter weg. Okay. Du nochmal weiter weg gehst, mein Freund. Ich möchte dich nicht aufhalten. Schauen Sie beide. Ich brauche Deckung. Okay. So geht's natürlich auch. Okay. Also wir probieren es ja immer noch auf dem Sneaky Way of Life. Aber hier ist er jetzt drin.
Okay, hier finden wir nichts. Hier finden wir nichts. Also wir versuchen immer noch sneaky. Könnten wir jetzt eigentlich auch versuchen, einfach an denen wirklich komplett vorbeizusteppen? Anscheinend war da irgendwer. Ansonsten hätte ich ja diese Geräusche nicht fokussiert, aber gut. Nichts drin, nichts drin, überall nichts. Okay, okay. Okay, also irgendwie. Ach, da ist noch einer gewesen, deswegen. Scheiß auf den. Wir gehen erstmal nach oben. Genau. Weil oben wird man uns loben. Könnte man jetzt auch überlegen, ob man jetzt hier noch irgendwelche Traps anbringt. Um halt, ja, die unten ein bisschen zu ärgern. Oh, geil, hier gibt's auf jeden Fall geilen Loot-Stuff. Loot, 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 Loot. Okay, okay. Dann gucken wir mal weiter, ob wir noch weiteren geilen Loot finden, weil hier dürften wir den einen Typen ja auch erledigt haben. Genau, hier. Schöner Headshot. Gut, ob er ihn jetzt so schön fand, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir finden auf jeden Fall Munition, Munition, Munition. Und ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, wir sind mit der heutigen Folge wieder soweit durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst von The Last of Us oder auch den weiteren Sachen, die wir hier so auf den Channel bringen, lasst ein Abo da. Ja, dann sage ich erstmal bis zur nächsten Folge von The Last of Us Part 2. Bis dahin, erstmal reingehauen.